Tja. Tja, 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 was machen wir da bloß? Ich will keinen Festpunkt, ich will den Auftrag verfolgen. Ah, scheiße. Na gut, machen wir jetzt hier einfach mal weiter. Ich will jetzt einfach ein paar Nebenquests noch mitnehmen. Hufflepuff-Schülerin. So, ich darf natürlich nur nicht vergessen, meine Stoppuhr zu stellen. Ja, ich weiß, dass du ein Patch installiert hast. Das ist ja oft so. Eine Frechheit, sie runterzunehmen. Verzeihung, ist alles in Ordnung? Nein, ganz und gar nicht. Es waren nur noch zwei Glocken übrig, aber sie musste ja alles verderben. Ich kann dir nicht ganz folgen. Wer ruiniert alles? Und welche Glocken? Das hört sich Professor falsch Black an. Hat Mr. Moon befohlen, die Glocken im Glockenturm abzunehmen, weil sie ihm Kopfschmerzen bereiten. Sie gehören zu Hogwarts. Das wollte ich nicht zulassen. Also bat ich meine Freundin Adelaide, mir zu helfen, sie wieder anzubringen. Wir waren schon immer ein Duo. Adelaide und Evangeline. Eddie und Evie. Naja, alles lief prima, bis Black plötzlich Fragen stellte. Da war sie mit unserem Regelbruch nicht mehr einverstanden. Nun weiß ich nicht weiter. Ich weiß nicht, welche Glocke wohin gehört. Eine kuriose Anweisung, selbst für Black. Glocken wegen Kopfschmerzen abzuhängen. Stimmt, vielleicht haben sie sein stündliches Nickerchen unterbrochen. Er schläft ständig in seinem Büro. Aber ich habe auch gehört, das bleibt unter uns, ja? Natürlich. Ich habe von Alice gehört, die von Ollie gehört hat, der von Eugenia gehört hat, dass die Glocken ihn an seinen Hochzeitstag erinnern. Er bricht wohl zu jeder vollen Stunde in Schweiß aus, aber von mir weißt du nichts. Schulhofgerüche. Ich habe von dem gehört, der von dem gehört hat, der von dem gehört hat, dass der im Stehen kackt. Wenn es nur um zwei Glocken geht, ist es dann so schwer, sie richtig aufzuhängen? Das klingt vielleicht einfach, aber ich bin unmusikalisch. Mutter sagt immer, ich könne keinen Ton halten, selbst wenn er mir in die Arme hüpft wie ein Schokofrosch. Boah, es bringt nichts, sie aufzuhängen, wenn sie nicht so klingen wie vorher. Um der historischen Genauigkeit willen. Vielleicht kann ich beim Aufhängen der Glocken helfen. Ja, das wäre wunderbar. Die Glocken sind im Glockenturm, direkt über dem Musikraum. Du bist eine größere Hilfe als Adelaide. Ich schätze mal, die Glocken sind im Glockenturm. Ich habe so einen bösen Titel. Ihr werdet mich dafür hassen. Das werden wir jetzt mal rocken, denn da hat der Frosch die Locken. Und wir helfen der Evelyn mit ihren kleinen Glocken. Moment, das hört sich falsch an. Aber genau deswegen finde ich es ja so lustig. Hallo Katze. Ich kann das nicht bis in alle Ewigkeit machen. Theoretisch. Aber wo komme ich denn an diesen... Kann ich einfach mich aus dem Fenster teleportieren? Galionen und die Uniform eines Historikers. Mein Vater nahm natürlich... Warte mal, hier ist doch das Astrolaborium. Da muss doch... Sind da nicht auch die Glocken? Boah, sowas hätte ich auch so gerne. Mach mal Platz, Mutti. Riveli. Ach so.
Naja, komm, nehmen wir mal hier. Das da. Vollkommen falsch gelaufen. Aber da sehen wir noch mal was von Hogwarts. Die sind ein echt böser Junge. Gut, es war also egal, dass ich geladen habe. Egal, was für eine Antwort ich hätte wählen können. Ist auf der einen Seite ein bisschen enttäuschend, finde ich aber fair. Aber wenigstens eine andere Antwort oder so. Wer hätte gedacht, jemand in meinem Alter könnte meinem Onkel das Leben... Onkel Roland lässt grüßen. Er fragt in der Eulenpost ständig nach dir. Ach, Adelaide. Ist doch kein Problem. Hallo, Adelaide. Wie geht es dir und deinem Onkel? Dank dir geht es uns gut. Ach, je mehr ich über Renrocks üble Bande höre, desto erstaunter bin ich, dass mein Onkel überlebt hat. Ich habe seine alten Briefe durchgesehen und darin wichtige Details zu Vorkommen seltener Metalle bemerkt. Ich glaube, Renrocks Schurken hatten es auf diese Vorkommen abgesehen und brauchten dafür das Wissen meines Onkels. Er wäre freiwillig in dieser Zelle verrottet, nur um mich zu beschützen. Na, das ist ein lieber Onkel. Hast du noch mehr Details aus den Briefen? Oh, ja. Onkel Roland war nicht sicher, aber er glaubte, die Kobolde hätten darüber gesprochen, etwas in Koboldsilber einzugießen. Er war nicht sicher, was sie meinten, aber die Art, wie sie darüber sprachen, war ihm nicht geheuer. Okay. Du hast meinen Onkel eindeutig vor großem Unheil bewahrt. Ach, Adelaide, doch kein Problem, Mädel. Alles halb so wild. Ich bin froh, dass dein Onkel in Sicherheit ist. Ich auch. Es war eine Erleichterung, ihn wiederzusehen. Ich habe ihm gesagt, er müsse jetzt vorsichtiger sein. Das ist korrekt. Und ich bin jetzt auch jedes Mal viel wachsamer, wenn ich das Schulgelände verlasse. Das ist doch schön. Ja, das Buch ist schon hilfreich. Es wäre eigentlich mal richtig interessant, ohne Karte zu arbeiten und ohne dieses Buch. Ich glaube, ich wäre so lost in dem Spiel. Ich habe Werbung bekommen, Geschenk, wenn ich Quidditch kaufe, aber ich muss da ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das Spiel... Ich habe ja so schon teilweise Probleme, Hogwarts zu spielen. Aber nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern es ist, ich weiß nicht. Die Glocken müssen oben sein. Hallo, Homura. Geht das? Yay! Hallo, ich bin Aragorn, ich bin Alkoholiker. Das? Aus welchem Spiel? Aus irgendeinem Spiel war das. Ah, gefunden. Okay. Irgendwie muss ich die da hochbekommen. Vielleicht mit Wingardium Leviosa? Ja, das ist ja kein Problem. Die Frage ist, welche Glocken? Revelio. Da. Ach hier. Wingardium Leviosa. Der Rektor hat sie abhängen lassen, weil sie ihm Kopfschmerzen bereiten. Okay, von mir aus. Aber warum kann ich die dann ohne Probleme wieder aufhängen? Wo ist eigentlich die andere? Die nächste Glocke. Here.
Wingardium Leviosa. Oh mein Gott, ist das nervig. Nun, das war nicht so schwer. Evangeline sollte erfreut sein. Im Gegensatz zu Black. Das hört sich falsch an. Das ist aber kein hübsches Glockenspiel. Mach's aber schön, Musikmädel. Ich bin mal in Verwandlung eingeschlafen. Kann man mal machen. Professor Weasley hat mich aufgeweckt. Oh, mein Zauberstab war voll gesabbert. Es erfreut unsere steinernen Herzen von solcher Arroganz. Jetzt übertreibst du mir nicht, Wasserspeier, okay? Und du wüsstest, was ich in meinem Zauberrepertoire hab. Die Glocken hängen wieder, Evangeline. Du machst der Schule alle Ehre. Ich kann's kaum erwarten, sie zu hören. Und dass der Schulleiter sie hört. Ich würde gern sein Gesicht sehen. Künftige Generationen wissen deine Tat vielleicht nicht zu schätzen, aber ich schon. Und ich hoffe, du auch. Du weißt ja nicht, wie viel das bedeutet. Mir und Hogwarts. Ende gut, alles gut. Ja, wir haben dir doch gerne mit deinem Glöckchen geholfen. Kein Problem. Ich kann diesen Titel nicht ernst... Ich weiß nicht, ob ich den Titel so bringen kann. Naja, gut. Wird schon schief gehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.